Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Unsere Kirchen sind Orte des Glaubens. Orte, wo wir erfahren, was Gott mit uns vorhat, was er will. Gleichsam ist diese Kirche auch ein Jesushaus. Menschen vor uns haben ihren Glauben in dem Gebäude, in dem, was in der Kirche alles sichtbar ist, dargestellt. Und wir erfahren auch hier durch Jesus, dass er für uns der Heiland ist, dass er uns heilt, dass er uns aufrichtet, dass wir Trost erfahren, Ermutigung. Und die Kirche ist auch die Möglichkeit, wo wir einfach hineingehen können, da sitzen, alleine vor Gott, über uns nachdenken können und das, was wir tun, auch ins Gebet bringen können, um so auch in unserem Alltag das, was wir glauben, auch zu leben. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lass uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Menschen, die tiefer blicken und weiterschauen, sind im Eigentlichen religiöse Menschen. Sie fragen sich: Wozu bin ich eigentlich da? Wozu bin ich auf Erden? Die Älteren von uns kennen sicher noch den grünen Katechismus, wo wir den ersten Merksatz auswendig lernen mussten: Wozu bin ich auf Erden? Und die Antwort: Um den Willen Gottes zu erfüllen, um dadurch in den Himmel zu kommen. Was heißt das? Gott will doch, dass mein Leben gelingt, dass meine Bestimmung erfüllt wird. Und in den Himmel zu kommen heißt, dass ich Freude und Glück erfahre. Aber wie geschieht das denn? Wie kann ich denn das alles erfüllen? Wir als Menschen kommen immer wieder auch an unsere Grenzen, sogenannte Grenzfragen, die wir beantworten müssen, oder auch existenzielle Fragen. Das sind andere Fragen als die nach der Urzeit oder nach dem
nächsten Ort. Diese Grenzfragen sind, wozu bin ich eigentlich da? Oder ich erfahre Krankheit, Leid und Not. Warum diese Krankheit? Warum müssen Menschen leiden? Ich erfahre auch, dass ich Dinge tue, die ich zu verantworten habe und mich schuldig gemacht habe. Was ist mit meiner Schuld? Und ich erfahre auch, dass ich sterben muss, sterblich bin, vergänglich bin. Und die Frage, was ist eigentlich nach dem Tod? Auf diese Fragen brauche ich immer wieder eine Antwort, die mich trägt, damit ich den Sinn erfahren kann. Die Religion sagt, dass sie eine Antwort gibt. Religio heißt, ich binde mich zurück an meinen Ursprung. Und Jesus verwirklicht das. Er ist gekommen, um meine Sehnsucht zu stillen, zu erfüllen. Sein Tun ist es, unterwegs zu sein zum Menschen, Nähe zu zeigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben, zu predigen und zu beten. Dazu ist er gekommen, um uns als Menschen aufzubauen. Und er grübelt nicht über das Warum, sondern er lebt das Wozu und er ist im Reinen mit sich selber. So heißt es auch, viele kommen zu ihm, weil sie spüren, er hat eine Antwort auf diese Fragen. Er erfüllt ihre Sehnsucht. Er erfüllt die Sehnsucht, frei zu werden, eigene Bestimmung leben zu können, aufdanken zu können. Dazu gehört auch, sich zurückzuziehen, wie es Jesus auch getan hat. Und beten ist dann nicht einfach ein Grübeln, sondern in Kontakt zu treten mit Gott, um wieder neu Kraft zu schöpfen. Er und auch das Gebet macht Mut. Mut und Lust, das eigene Leben anzuschauen, sich über das, was gelungen ist, zu freuen und das, was noch besser und anders werden kann, wieder zur Ermutigung zu bekommen. Fragen an das Leben zu stellen und Antworten darin zu finden. Und ich wünsche uns, dass wir im Gebet immer wieder auch durch Jesus eine Antwort für unser Leben finden. Menschenfreundlicher Gott,
Wir denken an deine großen Taten und empfehlen dir jene Menschen, denen wir Befreiung am meisten wünschen. Wir bitten für alle, die politisch unterdrückt oder gefangen gehalten werden. Schenke jenen Menschen Gehör, die sich für ihre Befreiung einsetzen. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Wir bitten für alle, die von körperlicher oder seelischer Krankheit gefangen halten werden. Befreie sie durch Kraft, Mut und neue Hoffnung. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Wir bitten für alle, denen die Verkündigung des Evangeliums aufgetragen ist. Mache ihnen stets neu bewusst, dass deine Botschaft die Menschen befreien will. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Wir bitten für alle, die sich unermüdlich für Freiheit in der Welt einsetzen. Schenke ihnen die nötige Kraft und ermutige sie durch deinen Geist. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Wir bitten für alle, die von den Fesseln des Todes gefangen genommen wurden. Befreie sie und führe sie zum Leben. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Unser Gott, du hörst nicht auf, für uns zu sorgen. Dir vertrauen wir und auf dich bauen wir, heute und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mach etwas aus dir. Du hast Chancen und Möglichkeiten. Ergreife sie und mach was draus. Du kannst gewinnen, wenn du nur willst. Ja, es gibt viele Chancen und noch mehr Möglichkeiten. So vieles ist möglich. So vieles könnte ich machen, mein Leben gestalten. Wo bleibe ich bei all dem selbst? Heißt Selbstverwirklichung nicht, dass ich zuerst zu mir komme, ohne mich in alles Mögliche hineinzuverlieren. Ich nehme mir Ruhe und Stille. Ich schenke mir meine Zeit, die mir Gott gibt, um zu mir und zu Gott zu kommen. Mögen andere alles Mögliche tun, mögen sie sich in den vielen Dingen verwirklichen. Ich muss es nicht beweisen, weil ich weiß, dass er mich erlöst hat. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit bis in Ewigkeit. Und so segne und begleite uns der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.